Hallo Mädels, wenn man auf Instagram nach dem Hashtag Fitspo, kurz für Fitnessinspiration, sucht, bekommt man knapp 40 Millionen Bilder gezeigt. Frauen posten stolz ihre Bodies, das Sixpack und Vorher-Nachher-Bilder. Sie präsentieren ihre teils muskulöse, makellosen Körper beim harten Training im Fitnessstudio und posieren lasziv vor dem Spiegel. Genau das kann aber laut einer australischen Studie bei eben diesen Frauen vor allem eines bewirken: Essstörungen und Sportsucht. Wissenschaftler der School of Psychology in Adelaide in Australien untersuchten 100 Instagramerinnen, die eben genau solche Fotos posteten, eine andere Gruppe Instagramerinnen, die hauptsächlich Reisebilder veröffentlichten und eine dritte Gruppe Instagramerinnen, die einen bunten Mix posteten. Das Ergebnis ist erstaunlich und erschreckend zugleich. Bei fast einem Viertel der Frauen mit Workout-Bildern wurde ein erhöhtes Risiko für Essstörungen diagnostiziert. Von den Teilnehmerinnen der anderen beiden Gruppen war kaum jemand davon betroffen. Darauf angesprochen schämten sich die Instagramerinnen der Fitnessgruppe und gaben zu, an Depressionen zu leiden, wenn sie eine Trainingseinheit nicht planmäßig eingehalten haben. Das ist laut Experten ein Zeichen für das zwanghafte Sporttreiben. Ein Teil der Frauen, die sich fit und gesund präsentieren und regelmäßig solche Selfies posten, essen unregelmäßig, halten strenge Diät und trainieren zu viel. Zudem würden sie nur einen Bodytypen zeigen, nämlich mager und straff, der für die meisten Frauen eben unerreichbar ist und auch nicht als Maßstab gelten sollte. Die Engländerin Celia Learmonth war Anhängerin des Fitspo-Trends, zeigte ihren durchtrainierten Körper regelmäßig ihren Followern. Sie gab vor, einen gesunden Lifestyle zu führen, dann gestand sie aber vor gut einem Jahr, um den Schein zu wahren, schuf sie sich auf Instagram ein alter Ego. Eine fitte, junge, hübsche Frau, die ihren schlanken, super aussehenden, knackigen Körper allein disziplinierten Workout und kalorienarmer Ernährung verdankt. Sie wurde süchtig nach virtuellem Applaus. Wegen ihrer Essstörung ließ sich Celia in eine Klinik einweisen. Mediziner haben sogar einen Namen für dieses bizarre Verhalten: Instarexic, eine Mischung aus Anorexie und Instagram. Doch nicht nur Fitspo-Frauen können seelisch krank werden, sondern auch jene Mädels, die solche Fotos konsumieren. Laut Statistik sind über 1 Million Instagram-Nutzer in Deutschland alleine zwischen 13 und 19 Jahren alt. Ein Alter, in dem viele, viele Mädchen unsicher sind, die sich gerade von Fitspo-Fotos beeinflussen lassen, aussehen wollen wie ihre Vorbilder. Anstatt sich mit Freunden zum gemeinsamen Filmabend zu verabreden, verbringen junge Mädchen ihre Zeit lieber im Fitnessstudio, um sich einen vermeintlich perfekten Körper anzutrainieren. Klar, manchmal motivieren uns genau diese Fitness-Posts, vom Sofa ins Gym zu wechseln. Nur sollten wir den Blick für die Realität nicht verlieren.